Hallo ihr Lieben, willkommen bei Teil 3 meines Kommentars zu Hans Blumbergs Aufsatz Annäherung an die Aktualität der Rhetorik, anthropologische Annäherung an die Aktualität der Rhetorik. Am Ende des zweiten Teils, im letzten Video, waren wir bei dem Teil, wo Hans Blumberg auf die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, dieses Standardwerk von Thomas S. Kuhn zu sprechen gekommen ist. Und im Grunde auf den Rhetorikbedarf der Wissenschaft, also auf den auch zugegebenen Rhetorikbedarf der Wissenschaft. Das heißt, innerhalb der Wissenschaft, innerhalb auch der Wissenschaftstheorie ist längst klar, dass alles Wissen immer nur vorläufig ist und dass sozusagen das alte philosophische Ideal, das man zum Beispiel auch eben bei Descartes noch findet, und dass eines Tages dann die Wahrheit ganz sicher ist und erreicht ist und man von dort aus dann eben auch Alltagsentscheidungen, auch politische Entscheidungen treffen könnte, also dass sozusagen die Wissenschaft handlungsleitend würde für sowohl Ethik als auch Politik, dass sozusagen dieser Traum eigentlich offiziell schon lange aufgegeben wurde und dass wir Menschen damit aber anscheinend so unsere Schwierigkeiten haben und das ist eben mindestens ein Subthema dieses Aufsatzes und ich werde jetzt einfach weitermachen mit meinem Kommentar. Ich bin hier auf Seite 112. In dem Aufsatz Sammelband Wirklichkeiten, in denen wir leben, wo dieser Aufsatz nochmal abgedruckt wurde. Der Sammelband ist, glaube ich, von 1981, der Aufsatz selber ist von 1971. Und ich halte das für unglaublich, unglaublich spannend. Ich habe mich ja sogar eben in die Behauptung verstiegen, das sei der wichtigste philosophische Aufsatz des 20. Jahrhunderts. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche, sehr, sehr, sehr persönliche Außenseitermeinung. Ich lese jetzt weiter hier unten auf Seite 112 und kommentiere weiter, was es aus meiner Sicht zu diesem wunderschönen Aufsatz zu sagen gibt. Mag der Mangel an Evidenz und auch die dem theoretischen Prozess und der Rhetorik gemeinsame Situationsbestimmung sein, so hat doch die Wissenschaft sich den unschätzbaren Vorteil verschafft, die Vorläufigkeit ihrer Resultate unbegrenzt ertragen zu können. Nochmal, weil das ist so ein wunderschöner Absatz. Mag der Mangel an Evidenz, also fehlen von sicherem Wissen, mag das Fehlen von sicherem Wissen oder Mangel an Evidenz auch die dem theoretischen Prozess und der Rhetorik gemeinsame Situationsbestimmung sein, so hat doch die Wissenschaft sich den unschätzbaren Vorteil verschafft, die Vorläufigkeit ihrer Resultate unbegrenzt ertragen zu können. Das heißt, übersetzt, solange wir als Wissenschaftler tätig sind, in der Rolle des Wissenschaftlers, haben wir mit dieser Vorläufigkeit, haben wir mit Mangel an Evidenz keinerlei Probleme. Verlassen wir aber den sehr spezifischen Raum der Wissenschaft, haben wir damit sofort Probleme und sind dann auf Rhetorik angewiesen. Nochmal auf eine ganz andere Weise. Also Wissenschaftler, die den Raum des Wissenschaftlichen verlassen, also zum Beispiel den öffentlichen Raum betreten oder den politischen Raum betreten und dann aber noch als Wissenschaftler sprechen, haben ein ganz, ganz, ganz krasses strukturelles Problem. Weil die außerwissenschaftliche Welt kann mit dieser Vorläufigkeit wissenschaftlicher Ergebnisse nicht zurande kommen, nicht klarkommen, die hält das nicht aus. Also im Grunde ist so die Vorstellung, dass Wissenschaftler sich doch bitte einmischen sollten mit der Autorität der Wissenschaft in den politischen Willensbildungsprozess, in den öffentlichen Diskurs, so ein bisschen naiv, weil sozusagen eigentlich die Wissenschaft selber dabei automatisch Schaden nimmt. Also das könnte man jetzt hier auch verstehen mit Blumenberg, wenn man da so ein bisschen mitdenkt und mit einsteigt. Was heißt denn das? Was heißt das für Politik? Was heißt das für Öffentlichkeit? Was heißt das für Wissenschaft? Was immer geht, ist natürlich, dass Wissenschaftler sich einmischen, nicht als Wissenschaftler, sondern als Bürger. Sagen also in meiner Funktion als Bürger, das aber hier jetzt mal nur meine Privatmeinung, meine ich dies und das. Diese Meinung hat dann aber nicht mehr Gewicht im politischen Prozess als die Meinung jedes anderen, ist aber auch nicht irrelevant. Also das ist durchaus wichtig, dass sich Wissenschaftler einbringen, aber wenn sie sich einbringen, bringen sie sich halt immer ein in ihrer Funktion als Mensch oder als Bürger. Aber als Wissenschaftler können sie sich gar nicht einbringen, weil sie können nicht die Vorläufigkeit ihrer, können sie nicht mitnehmen, weil die funktioniert nur im wissenschaftlichen Raum. Und dort hat sie ihre Berechtigung und dort ist sie sehr gut aushaltbar. Außerhalb dessen ist sie nicht aushaltbar. Und das ist sozusagen eine anthropologische Konstante. Das hat mehr was damit zu tun, wie wir Menschen sind, dass wir Menschen sind, dass wir Bedürfnisse haben, dass wir unter Handlungszwang, unter Handlungsdruck stehen, dass wir sozusagen Vorläufigkeit und Unsicherheit nur sehr, sehr schwer aushalten können. Außer eben, wir sind zufällig gerade im künstlich erzeugten Raum der Wissenschaft. Dann können wir es sehr gut aushalten und dann ist das auch extrem produktiv.
Aber das ist sehr schwer zu verstehen. Also es ist fast schon, das ist kognitive Dissonanz. Also wir sprechen da manchmal so ein bisschen flapsig von Schizophrenie. Das ist Schizophren in so einem flapsigen Alltagssinne von Schizophren. Ich lese jetzt einfach weiter. Das ist nicht selbstverständlich, schreibt jetzt Bloomberg. Noch Descartes hätte es für unerträglich gehalten, diese kognitive Dissonanz. Aber seine Vorstellung der Methode hat es möglich gemacht, Wissenschaft als einen ständig übertragbaren, die Individuen und Generationen nur als Funktionäre sich integrierenden Gesamtprozess zu verstehen und zu organisieren. Das ist sehr interessant, also Philosophie historisch ist es extrem interessant, weil Bloomberg hier feststellt, Descartes hat mit einem bestimmten Wissenschaftsverständnis dazu beigetragen, dass ein Wissenschaftsverständnis entstanden ist, das er selber nicht unterschrieben hätte. Also Descartes hat was ausgelöst, was er gar nicht auslösen wollte, hat er aber trotzdem. Er wollte was anderes, aber ergeben hat sich was anderes, aber das hätte sich nie ergeben ohne Descartes oder nicht in dieser Form. Wunderschön, also rückblickend gesehen. Und wenn man kein Descartes-Fan ist, kann man das sehr genießen, was der Bloomberg hier sagt. Kommt das rüber, dass ich kein Descartes-Fan bin? Ich glaube schon. Alles Handeln, welches sich als Anwendung auf diese Art von Theorie stützt, muss die Schwäche ihrer Vorläufigkeit teilen, jederzeit desavouiert werden zu können. Also das erleben wir gerade jetzt zu Zeiten der Corona-Krise. Und damit kommen eben viele nicht klar, dass das jederzeit revidiert werden kann. Schon jede einzelne Studie, die irgendwo auf dem Planeten jetzt gerade gemacht wird, was weiß ich, zur Behandlung, zur Medikamentierung, zur Immunisierung, zur Haltbarkeit der Immunität gegen Covid-19 und was noch alles gibt. Ich meine, man kann zu allen möglichen wissenschaftlichen Studien anstellen. Jede einzelne dieser Studie kann jede beliebige politische Maßnahme, nein, nicht jede beliebige, aber kann viele politische Maßnahmen sofort umwerfen oder plötzlich irrational erscheinen lassen, ohne dass man dieser politischen Entscheidung irgendeinen Vorwurf machen könnte, weil sie ja zum Zeitpunkt X gemacht werden wurde, wo man es noch nicht besser wusste. Wenn es denn überhaupt ein besseres Wissen ist, allein die Kategorie besseres Wissen, besser Wissen, wird sehr problematisch mit einem wirklich, also wie sozusagen tiefen Wissenschaftsverständnis oder wissenschaftstheoretischen Verständnis. Also was besseres Wissen ist, was schlechteres Wissen ist, was überhaupt wissenschaftlicher Fortschritt ist, das ist also ab einem bestimmten Level ist das tatsächlich, sind das dann problematische Ausdrücke, obwohl wir uns im Alltag damit überhaupt nicht schwer tun, zu sagen, okay, das war jetzt ein wissenschaftlicher Fortschritt und wir haben jetzt bessere Medikamente, weil jetzt überleben mehr Menschen oder so. Ja. Oder wir können die Lockdown-Maßnahmen gezielter machen und so. Das, im Alltagssinne sind wir da zum Beispiel viel eindeutiger als in der Wissenschaft, was eine Besserung ist. Aber das sind dann eben keine wissenschaftlichen Kategorien, sondern politische. Das heißt, lustigerweise gibt es in der Politik mehr Eindeutigkeit als in der Wissenschaft. Ist das nicht lustig? Wir denken das die ganze Zeit andersrum, aber wenn man sozusagen wissenschaftstheoretisch drauf guckt, ist Politik viel eindeutiger als Wissenschaft. Viel entschiedener, auch viel handlungsfähiger, weil sie das auch einfach sein muss. Weil wir stehen unter Handlungszwang. In der Politik, genauso wie im Alltag, in der Ethik. Auch Theorien werben implizit um Zustimmung, schreibt jetzt Bloomberg, wie es Rhetorik explizit tut. Der entscheidende Unterschied besteht in der Dimension der Zeit. Wissenschaft kann warten oder steht unter der Konvention, es zu können, warten zu können. Während Rhetorik den Handlungszwang des Mängelwesens Mensch, als konstitutives Situationselement voraussetzt, wenn sie nicht mehr Ornatus einer Wahrheit sein kann, also Schmuck einer Wahrheit sein kann. Es ist deshalb eine Kopie der Prozessform von Wissenschaft, wenn die Diskussion als Instrument der öffentlichen Willensbildung so betrachtet wird, als sei sie ein Mechanismus rationaler Ergebnisfindung, während sie sich doch gerade die prinzipielle Unendlichkeit der wissenschaftsförmigen Rationalität nicht leisten kann. Die begrenzte Redezeit mag die Strenge der rhetorischen Formvorschriften nur dürftig ersetzt haben. Aber sie ist auch als Ersatz ein essentielles Institut der Rhetorik. Man kann nicht unendlich reden, man kann nicht unendlich diskutieren. Irgendwann muss entschieden werden. Und das ist eine Institution, dass man sich unter diesen Zwang setzt. Wo sie missachtet wird, also dieses essentielle Institut der Rhetorik der begrenzten Redezeit,
also wo dieses essentielle Institut der Rhetorik missachtet wird oder unbekannt ist oder gar in ihr Gegenteil institutionalisiert wird, Filibuster oder Filibuster, ich weiß nicht, wie man es richtig spricht, aber ich glaube Filibuster, wird der Alternativcharakter der Rhetorik zum Terror manifest. Also Rhetorik ist das Gegenteil von Terror. Sich unter dem Aspekt der Rhetorik zu verstehen, heißt, sich des Handlungszwanges ebenso wie der Normentbehrung in einer endlichen Situation bewusst zu sein. Also sich der Conditio humana bewusst zu sein, der menschlichen Situation an sich. Es heißt, freundlicher gesagt, es heißt, den Menschen zu verstehen und Empathie für den Menschen zu haben. Ich lese es nochmal. Sich unter dem Aspekt der Rhetorik zu verstehen, heißt, sich des Handlungszwanges ebenso wie der Normentbehrung in einer endlichen Situation bewusst zu sein. Also wir müssen handeln, aber wir haben keine Norm und trotzdem müssen wir handeln. Alles, was hier nicht Zwang ist, gerät zur Rhetorik und Rhetorik impliziert den Verzicht auf Zwang. So denken wir das oft nicht, weil wir denken ja Rhetorik oft als manipulativ, als eine verkappte Form von Zwang. Und das mag was mit unseren politischen Institutionen zu tun zu haben. Wir haben ja ein Gewaltmonopol, an dessen Ende ja eben doch die Fähigkeit des Staates steht, uns Kraft von Polizeikräften zum Beispiel zu zwingen. Und wenn also sozusagen wir dann von sogenannter politischer oder sagen wir vielleicht eher staatlicher Rhetorik sprechen, steht dahinter ja immer das Gewaltmonopol. Und das erleben wir als sehr manipulativ. Also wenn Leute zu uns sprechen, von denen wir alle wissen, dass sie uns am Ende zwingen können, dann ist das dann vielleicht doch keine Rhetorik, die den Namen Rhetorik überhaupt, den Ehrentitel der Rhetorik im Sinne von Blumenberg hier überhaupt verdient hat. Sondern das ist eigentlich verkappte Androhungen sind das. Ja, also sozusagen, ich gebe dir mal Bescheid, was ich dir antun werde, wenn du hier nicht folgst. Aber ich gebe dir so einen Schuss von Bug. Aber wenn du halt das dann nicht verstehst, dann weißt du genau, was folgt. Das eigentlich so war Rhetorik nicht gemeint ursprünglich, also zumindest nicht in der klassischen Form. Da gab es keinen Zwang. Da gab es ja auch keinen Staat im neuzeitlichen Sinne. Da gab es noch keinen Thomas Hobbes mit dem staatlichen Gewaltmonopol. Obwohl es irgendwie ja doch sowas wie ein staatliches Gewaltmonopol gab, aber das nur am Rande. Also die Streitfrage, ob es in der antiken Polis schon einen Staat gab oder ob das eine Erfindung der Neuzeit ist, ist eine sehr spannende politphilosophische Frage. Ich habe da selber eine sehr ambivalente Position zu. Also ich kann sowohl sagen ja als auch nein. Am Ende geht es mir um ganz andere Fragen. Jetzt weiter mit Blumenberg, bevor ich zu sehr in politische Fahrwasser gerate oder zu meinen eigenen Steckenpferden. Dabei kann der Handlungszwang, der die rhetorische Situation bestimmt und der primär eine physische Reaktion verlangt, rhetorisch so transformiert werden, dass die erzwungene Handlung durch Konsensus wiederum nur eine rhetorische wird. Physische durch verbale Leistungen zu ersetzen, ist ein anthropologisches Radikal. Rhetorik systematisiert es, also systematisiert dieses anthropologische Radikal. Ernst Cassirer hat in seiner Philosophie der symbolischen Formen den Menschen als das Animal Symbolicum beschrieben, dessen originäre Leistung es sei, den äußeren Eindruck als Ausdruck vom Inneren umzuverstehen und derart für etwas Fremdes und unzugänglich etwas anderes sinnlich Greifbares zu setzen. Also sich sozusagen die Wirklichkeit anzuverwandeln und sie als eigene zu begreifen, Kraft der symbolischen Formen. Sprache, Mythos, Kunst und Wissenschaft sind nach Cassirer Regionen solcher symbolischer Formen, die im Prinzip nur jenen primären Umsetzungsvorgang von Eindruck in Ausdruck wiederholen. Also das heißt, egal ob man gerade in Wissenschaft macht, in Kunst macht, in Mythos macht oder in anderen symbolischen Formen, also Sprache im weitesten Sinne, man macht eigentlich immer das Gleiche auf verschiedene Weise, nämlich man setzt Eindrücke in Ausdrücke um und begreift damit die von außen auf einen eindrückende Wirklichkeit als Ausdruck, als eigenen Ausdruck und begreift sich so vielleicht plötzlich als Teil der Welt oder macht sich die Welt auf eine ganz eigenartige Weise zu eigen, auf eine sehr spezifisch menschliche Art zu eigen. Aber diese Theorie Cassirers verzichtet darauf zu erklären, moniert jetzt Blumenberg, also hat eine Cassirer-Kritik hier, aber diese Theorie Cassirers verzichtet darauf zu erklären, weshalb die symbolischen Formen gesetzt werden. Das Faktum, dass sie in der Kulturwelt in Erscheinung treten, lässt den Schluss auf das Animal Symbolicum zu, das sein Wesen in seinen Kreationen äußert.
Eine Anthropologie des reichen Menschen lässt auf der Basis einer gesicherten, zumindest unbefragten biologischen Existenz Schicht um Schicht das Kulturgehäuse der symbolischen Formen emporwachsen. Hier kann ich jetzt verweisen auf den ersten Teil dieses gleichen Aufsatzes, den ich hier lese, den ich im allerersten Video besprochen habe, wo Hans Blumberg entgegensetzt eben die arme Anthropologie und die reiche Anthropologie, das Menschenbild von der Mensch ist ein Mängelwesen, beziehungsweise der Mensch ist ein Wesen der Fülle, des überquellenden Reichtums. Und wenn ich das jetzt hier richtig verstehe, wirft er Kassirer vor, dass er dieses reiche Menschenbild hat und nicht das Mängelwesenbild. Ich bin noch unsicher, es ist ein bisschen früh dazu, was zu sagen, aber es scheint hier so auf, dass das möglicherweise problematisch ist für Blumenberg, was Kassirer da für ein Menschenbild im Backup hat. Nämlich ein klassisch antikes, platonisches Menschenbild. Die Anreicherung der nackten Existenz steht in keinem Funktionszusammenhang zu ihrer Möglichkeit. Das ist ja auch so ein Hammersatz. Die Anreicherung der nackten Existenz steht in keinem Funktionszusammenhang zu ihrer Möglichkeit. Aber sofern Philosophie Abbau von Selbstverständlichkeiten ist, hat eine philosophische Anthropologie zum Thema zu machen, ob nicht die physische Existenz gerade erst das Resultat derjenigen Leistungen ist, die dem Menschen als wesentlich zugesprochen werden. Die erste Aussage einer Anthropologie wäre dann: Es ist nicht selbstverständlich, dass der Mensch existieren kann. Es ist fragwürdig, dass er existieren kann und warum er existieren kann. Wie managen wir Menschen überhaupt unser Überleben? Wie schaffen wir das überhaupt als Mängelwesen, als die man uns auch betrachten kann? Ist ja komisch. Warum haben wir eigentlich überlebt? Warum überleben wir weiterhin derzeit? Der Typus einer solchen Überlegung ist in der neuzeitlichen Staatsvertragstheorie vorgebildet, ne? Also Thomas Hobbes. Die Notwendigkeit der Begründung des bürgerlichen Zustands des Menschen daraus deduziert, dass sie im natürlichen Zustand einen Widerspruch gegen die Bedingungen der Möglichkeit physischer Existenz findet. Also sozusagen, im natürlichen Zustand geht der Mensch zugrunde, deswegen brauchen wir einen Staat. Sehr verkürzt Thomas Hobbes. Das ist diese klassische Formulierung, die ich immer nicht kriege. Life in the natural state, life is solitary, nasty, brutish and short. Ne? Also das ist die Standardformulierung im Leviathan von Thomas Hobbes, auf den jetzt auch hier die Rede kommt, bei Hans Blumberg. Bei Hobbes ist der Staat das erste Artefakt, das nicht die Lebenssphäre in Richtung auf eine Kulturwelt anreichert, sondern ihren tödlichen Antagonismus beseitigt. Also der Staat ist eine Notwendigkeit, weil wir uns denn sonst nämlich automatisch gegenseitig umbringen. Philosophisch ist an dieser Theorie nicht primär, dass sie das Auftreten einer Institution wie des Staates und noch dazu des Absolutistischen erklärt, sondern dass sie die vermeintliche Wesensbestimmung des Menschen als des Zoon Politikon in eine funktionale Darstellung überführt. Also der maximale Bruch, den Thomas Hobbes gemacht hat und womit er eben dann mit der antiken politischen Denke, mit der antiken Denke des Politischen bei Aristoteles bricht, ist, dass er eben diese Ableitung aus dem Naturzustand übernimmt und eine Negation des Naturzustands vornimmt und dann eben eine funktionalistische Begründung des politischen Daseins des Menschen vornimmt. Und das hat eben dieses moderne politische Denken überhaupt erst begründet. Thomas Hobbes ist letztlich der Begründer des modernen politischen Denkens. Und das ist schon ein großer Unterschied dazu, wie die Antike das politische denkt, zumindest bei Aristoteles. Ich sehe keinen anderen wissenschaftlichen Weg für eine Anthropologie, als das vermeintlich Natürliche, natürliche hier in Anführungszeichen, auf analoge Weise zu destruieren, wie das Hobbes getan hat mit dem Staat, und seiner Künstlichkeit im Funktionssystem des menschlichen Elementarleistungen Leben zu überführen. Das ist also wirklich wieder ein Hammersatz. Ich lese den nochmal. Blumberg schreibt: Ich sehe keinen anderen wissenschaftlichen Weg für eine Anthropologie, als das vermeintlich Natürliche auf analoge Weise zu destruieren und seine Künstlichkeit im Funktionssystem der menschlichen Elementarleistung Leben zu überführen. Einen ersten Versuch dieser Art hat Paul Alsberg 1922 mit seinem zu wenig beachteten, weil schon im Titel und in der Sprache fehlleitenden Buch Das Menschheitsrätsel unternommen. Arnold Gehlen hat dann 1940 mit dem grundlegenden, wenn auch in der Intention, das ist ein sehr rechter Denker, Intention fragwürdigen Werk, Der Mensch, den Ansatz zu einer Theorie der Wahrnehmung und der Sprache ausgebaut und seither zu einer Fundierung der Lehre von der Institution weitergeführt. Mit Gehlens Absolutismus der Institutionen kehrt die Anthropologie in gewisser Weise zu ihrem Ausgang im Modell des Staatsvertrags zurück. Die Diskussion um diese Anthropologie hat bis heute nicht geklärt, ob jene fatale Rückkehr unausweichlich ist.
Der Mangel des Menschen an spezifischen Dispositionen zu reaktivem Verhalten gegenüber der Wirklichkeit, seine Instinktarmut also, ist der Ausgangspunkt für die anthropologische Zentralfrage, wie dieses Wesen trotz seiner biologischen Indisposition zu existieren vermag. Also warum kann der Mensch überleben, wenn er ein instinktarmes Wesen ist? Wieso gelingt die Ankopplung an die Wirklichkeiten, in denen wir leben? Die Ankopplung an die naturalen Prozesse in der Welt, warum gelingt die? Vielleicht gelingt sie auch gar nicht. Also manche haben ja den Eindruck, dass wir uns momentan selber ausrotten über unsere defizitäre Umweltpolitik zum Beispiel. Ja? Aber bisher, also wir sind jetzt vielleicht auch im Zustand, bis hierher ging es gut, da gibt es ja den alten Witz, Mensch springt vom Hochhaus oder fällt vom Hochhaus, sagen wir 40 Stockwerke tatsächlich, also ein wirklich hohes Hochhaus, und bei jedem einzelnen Stockwerk, an dem er vorbeikommt, sagt er, und bis hierhin ging es gut. Also vielleicht ist das ja unsere Situation. Dann würde unser bisheriges Überleben für gar nichts sprechen. Wir hatten einfach Glück bislang, beziehungsweise der von vornherein feststehende Aufschlag am Boden hat einfach nur noch nicht stattgefunden. Ich lese nochmal den Satz. Der Mangel des Menschen an spezifischen Dispositionen zu reaktivem Verhalten gegenüber der Wirklichkeit, seine Instinktarmut also, ist der Ausgangspunkt für die anthropologische Zentralfrage, wie dieses Wesen trotz seiner biologischen Indisposition zu existieren vermag. Bisher. Ich meine, es sind auch schon andere Arten ausgestorben. Nicht nur der Mensch ist vom Aussterben bedroht. Auf gewisse Weise ist jede Tierart und auch jede Pflanzenart, jedes Lebewesen vom Aussterben bedroht, und zwar permanent. Durch Fehlanpassung an seine Umwelt, dadurch, dass es seine eigenen Probleme in den bestehenden oder von ihm selbst hergestellten Umwelten nicht mehr lösen kann. Und zwar auf eine Weise nicht mehr lösen kann, die dann eben die eigene Existenz vernichtet. Das finde ich ja auch in einer wunderbaren Überschrift in einem anderen Buch von Hans Blumenberg, im Buch Höhlenausgänge findet sich ja das, die wunderbare Kapitelüberschrift Austreibungen des Lebens aus seinen Erfolgen. Also sozusagen, dass genau die Erfolge des Lebens, also zum Beispiel auch des Überlebens und sozusagen die Nebeneffekte davon, das Überleben gefährden. Also man kann sich zu Tode leben durch erfolgreiches Leben und Überleben. Und möglicherweise passiert das der Menschheit gerade, wer weiß. Die Antwort lässt sich auf die Formel bringen, schreibt jetzt Blumenberg, indem es sich nicht unmittelbar mit dieser Wirklichkeit einlässt. Das ist seine Antwort. Wie kann der Mensch überleben trotz seiner biologischen Indisposition, indem es sich nicht unmittelbar mit dieser Wirklichkeit einlässt? Der menschliche Wirklichkeitsbezug ist indirekt, umständlich, verzögert, selektiv und vor allem metaphorisch. Also wir sind sozusagen ein unwirkliches, ein fantastisches Lebewesen und das zeichnet uns tatsächlich aus. Kein anderes Lebewesen ist so unwirklich und so fantastisch, so fantasiegeneigt wie wir. So irreal. Und das ist sozusagen nicht das Geheimnis unseres Aussterbens, das ist das Geheimnis unseres bisherigen Überlebens, unserer bisherigen auffälligen Anpassungsfähigkeit. Wie gesagt, unserer bisherigen. Wer weiß, was kommt. Was noch kommt, wissen wir im Moment nicht. Wissen wir nie. Der menschliche Wirklichkeitsbezug ist indirekt, umständlich, verzögert, selektiv und vor allem metaphorisch. Wie der Mensch mit dem Übermaß der Anforderungen aus seinem Wirklichkeitsverhältnis fertig wird, ist in der nominalistischen Interpretation des Urteils seit langem vorgeführt worden. Prädikate sind Institutionen. Etwas Konkretes wird begriffen, indem es aufgelöst wird in seine Zugehörigkeiten zu diesen Institutionen. Als Konkretes ist es verschwunden, wenn es in Urteilen aufgegangen ist. Aber etwas als etwas zu begreifen, unterscheidet sich radikal von dem Verfahren, etwas durch etwas anderes zu begreifen. Der metaphorische Umweg, von dem thematischen Gegenstand weg auf einen anderen zu blicken, der vorgreifend als aufschlussreich vermutet wird, nimmt das Gegebene als das Fremde, das Andere als das Vertrauter und Handlicher Verfügbare. Ich mache hier nur eine Randbemerkung. Also Hans Blumenberg ist ja auch der Begründer der philosophischen Metaphorologie, wie er das genannt hat. Und im Zuge dieser Metaphorologie hat er also mehrere Bücher geschrieben, wo er über die Jahrhunderte und Jahrtausende, zumindest innerhalb der Philosophie, Metapherngeschichten untersucht. Also sozusagen die Veränderung bestimmter Bilder, zum Beispiel Schiffbrauch mit Zuschauer, das Lachen der Thrakerin und noch andere Bilder. Also Metaphern, die zumindest in der Philosophiegeschichte eine relativ zentrale oder zumindest immer wieder auffindbare Rolle gespielt haben. Und das ist nicht ganz unwichtig, dass also möglicherweise leitend für viele Wissenschaftsprozesse im Hintergrund Sprachbilder sind, also Metaphern.
Und das sehen wir noch heute, also auch wenn ich es jetzt zu Tode reite, in diesem wunderbaren Vortrag von der Sabine Hossenfelder. Mit dem, ich gebe es immer falsch wieder, der Titel ist ungefähr Was falsch läuft in der gegenwärtigen Physik. Und wo man eben auch dahin kommt, dass hinter verschiedenen heutigen Wissenschaftsproblemen, wohlgemerkt in der heutigen theoretischen Physik, tatsächlich auch bestimmte Bilder von Wissenschaft stehen, die also auch den Wissenschaftsprozess selber sowohl leiten als auch begrenzen. Also die Wissenschaft ist auf gewisse Weise sich schon längst selber auf den Trichter gekommen, dass Metaphern in ihr eine riesige, riesige Rolle spielen und dass das wahrscheinlich auch unvermeidlich ist. Also dass zum Beispiel man nicht das Ziel haben kann, wie das zum Beispiel bei Platon noch explizit ist oder auch bei Thomas Hobbes explizit ist. Also gibt es zitierbare Stellen, die exakt ganz genau das sagen und die sind auch nicht anders interpretierbar, dass das Ziel von Wissenschaft ist, Metaphern aus dem Prozess rauszuwerfen. Also eine nicht mehr metaphernförmige, metapherngeleitete, metaphernverwendende Wissenschaft zu betreiben. Und also zum Beispiel auch in der analytischen, sprachanalytischen Philosophie des 20. Jahrhunderts gab es auch solche Versuche, die sind, haben aber zu sehr interessanten Blüten, zu sehr interessanten Ergebnissen geführt. Also wenn ich das richtig sehe, ich habe das nicht wirklich intensiv genug verfolgt und weiß vor allem nicht, wo die Diskussion heute steht, weil ich bin seit 15, 20 Jahren raus aus all dem. Also mag wunderbare neue Dinge entstanden sein, aber mir kam es so vor, auf dem letzten Stand, den ich noch wahrgenommen habe, dass man eigentlich dieses Unternehmen auch innerhalb der sprachanalytischen Philosophie mittlerweile aufgegeben hat, weil man gemerkt hat, gerade dadurch, dass man dieses Unternehmen relativ konsequent verfolgt hat, dass man da an Grenzen stößt. Ja, also alles, was sich rund um Wittgenstein, Traktatus und auch spätere Dinge rund um die Sprachspiele und so zentriert, da hatten sich einfach sehr interessante Diskussionen ergeben, die eigentlich zu relativ ähnlichen Schlüssen kommen, wie zu denen auch Blumenberg gekommen ist, halt über auf anderen Wegen mit anderen Mitteln. Und eben dann auch in seiner philosophischen Metaphorologie. Ist der Grenzwert des Urteils die Identität, so ist der Grenzwert der Metapher das Symbol. Hier ist das Andere das ganz Andere, das nichts hergibt als die pure Ersetzbarkeit des Unverfügbaren durch das Verfügbare. Also man stellt etwas Vertrautes an die Stelle des Unbekannten, etwas Begreifliches an die Stelle des Unbegreiflichen. Das Animal Symbolicum, it ist der Mensch, beherrscht die ihm genuin tödliche Wirklichkeit. Das ist ein sehr negatives Bild von der Natur und von der Wirklichkeit, in der wir leben, oder den Wirklichkeiten, in denen wir leben. Das Animal Symbolicum beherrscht die ihm genuin tödliche Wirklichkeit, indem es sie vertreten lässt. Der Mensch ist das Wesen, das die Wirklichkeit nicht aushält. Und zwar nicht dieser oder jener Mensch, sondern der Mensch an sich. Es gibt nicht schlauere Menschen, die die Wirklichkeit ertragen können. Es gibt gar keinen Mensch, der die Wirklichkeit erträgt. Also es ist hier kein nicht wie bei Platon, die Einleitung zu einer Art Philosophenherrschaft. Also der Philosoph, der kurz in die Sonne schauen kann, während alle anderen in der Höhle angekettet ist. Das ist nicht Blumenbergs Bild. Es sieht weg von dem, was ihm unheimlich ist, dieses Animal Symbolicum, der Mensch. Es sieht weg von dem, was ihm unheimlich ist, auf das, was ihm vertraut ist. Am deutlichsten wird das dort, wo das Urteil mit seinem Identitätsanspruch überhaupt nicht ans Ziel kommen kann, entweder weil sein Gegenstand das Verfahren überfordert, die Welt, das Leben, die Geschichte, das Bewusstsein, oder weil der Spielraum für das Verfahren nicht ausreicht. Wie in Situationen des Handlungszwanges, in denen rasche Orientierung und drastische Plausibilität vonnöten ist. Vonnöten sind. Also man muss halt handeln, man muss sich irgendein Handeln plausibel machen, auch wenn man gar keine guten Gründe dafür hat, weil sonst motivationstechnisch funktioniert da nicht. Da wird man einfach blockieren, in Schockstarre. Man ist blockiert, man weiß nicht, was man tun soll. Also muss man sich einreden, dass ein bestimmtes Verhalten sinnvoll ist, einfach um überhaupt handlungsfähig sein zu können. Und dazu bedarf man der Rhetorik. Die Metapher ist nicht nur ein Kapitel in der Behandlung der rhetorischen Mittel, sie ist signifikantes Element der Rhetorik, an dem ihre Funktion dargestellt und auf ihren anthropologischen Bezug gebracht werden kann. Also anhand der Metapher kann man die Funktionsweise der Rhetorik verstehen, nachweisen. Sie ist sozusagen, ist das richtig? Das ultimative Symbol der Rhetorik? Nee, besser, sie ist sozusagen die Form, die sprachliche Form, an der es am sichtbarsten, erkennbarsten wird, was Rhetorik tut, wie Rhetorik arbeitet, auch warum wir Rhetorik eigentlich brauchen. Damit lasst es mal gut sein, sonst wird auch dieser Vortrag wieder zu lang. Ich mache hier einfach einen Punkt.
Ich wünsche euch alles, alles Gute. Wenn ihr irgendwas mitnehmt, was könntet ihr mitnehmen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir sind am Arsch, wir sind nicht wirklich keilsfähig, wir brauchen Rhetorik, wir haben irgendwie überlebt, wir wissen aber nicht wie, wir wissen nicht, ob wir weiter überleben. Wir wissen aber, solange wir leben, werden wir immer Rhetorik brauchen, werden wir immer Metaphern verwenden und es gibt kein Entkommen davon. Also es ist kein sinnvolles Ziel, Metaphern abschaffen zu wollen. Und es gibt wahrscheinlich noch nicht mal gute Argumente dafür, diese oder jene Metapher zu benutzen. Also sozusagen, Metaphern sind in einem gewissen Sinne immer absolut, sie sind immer das Erste. Und es gibt keine Meta-Metapher, mit der wir unterscheiden können, ob diese oder jene Metapher besser ist oder schlechter ist. Wir können nur die Folgen unserer Metaphorik erleiden. Also wir können bestimmte Metaphern verwenden und dann schauen, wohin es uns bringt, werden aber nie wissen, ob es vielleicht nicht besser gewesen wäre, eine andere Metapher zu benutzen. Das ist das wahre Leben. Ja, das wahre, man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen, Leben, wo man zum Zeitpunkt X nur entweder die oder die Metaphorik gebraucht haben kann, die einem zu diesem oder jenem Handeln überredet und man wird nie wissen, ob es eine gute Idee war, diese Metapher zu verwenden. Man weiß nur, ich habe Metapher X verwendet, habe danach so Y gehandelt und habe Z bekommen. Was im Fall von Metapher A passiert wäre, weiß ich nicht und werde ich nie wissen. Und damit ist die Wahl unserer Metaphern immer absolut und unhintergehbar. Und man könnte auch sagen, wir haben bisher sehr viel Glück gehabt. Das ist ein sehr unfreundliches und nicht sonderlich beruhigendes Bild, das wir am besten gleich wieder verdrängen und vergessen. Das wäre zumindest wahrscheinlich mein Rat. Ceterum censeo. Democratia esse sortienda.